Ich hätte sagen sollen, dass es dann bis zum nächsten Part. Egal. Was könnte ich noch hier machen? Auf jeden Fall erstmal Orcus ein bisschen hochstufen lassen. Ach, wie niedlich. Überaus niedlich. Kalibrons. Justine. Ach, das ist ja niedlich. Wie klein wollt ihr es denn noch machen? Es wäre mal interessant, vielleicht so eine Art New Game Plus oder sowas zu bekommen, wo man dann das gleiche Level hat. Nein! Irgendwie für meinen Controller manchmal gar nicht. Bemerke ich gerade. Der will manchmal gar nicht so wirklich. So. Und der letzte. Viel Glück. Da läuft immer noch Beute rum. Die Jagd ist noch nicht zu Ende. Hehe. Warum wollen denn immer alle einander bekämpfen? Au, Bounder. Ich glaube, Bounder habe ich noch gar nicht gezeigt. Wäre auf jeden Fall... eine gute Möglichkeit, das jetzt zu zeigen. Kaputt. So, sie hat Level 24, das finde ich gut. 23, 25, 23, 23. Machen wir es so. Der macht den kaputt. Putti putt putt. Du fährst schon mal so weit ran. Na doch. Ich kann ja mal ein Repair-Kit verwenden. So, du greifst den an. Also wie man auch sieht, ich habe viele Attacken eigentlich nur nicht gestärkt. Ich habe nur im Grunde genommen die Attacken gestärkt, die ich auch häufig verwende. Aber das ist für mich immer so das Primärziel. Erstmal die Attacken, die man häufig verwendet, stärken und dann... Great, sehr gut. 24, 25. Hast den Lancer. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel HP hast du überhaupt. Ich glaube, nicht viel. Du bist schon angeschlagen. So. Und die nächste Phase.
Lalala. Ach, kommt schon, Jungs. Macht es euch doch nicht so schwer. So, und der muss jetzt nachziehen, genau. Dann greift er an. Finde ich nicht so toll, also. Aber das kann eigentlich nicht alles sein. Oder? Gab es irgendeine Stelle, die. Ja, ich bin gerade am Überlegen, ob es irgendeine Stelle gab im Spiel, ob diese Stelle im Spiel hier jetzt nun leicht oder schwer war. Ich glaube, die war einfach. Ich kann mich an nichts weiteres erinnern. So, Calamiticus. Das schaltet dich beinahe aus, das finde ich gut. Kann sich Duan da vielleicht drum kümmern. So, Yukito hat noch wenig. Ein kleineres Level. Eben gucken, wie kannst, wie viel Schaden würdest du maximal machen? 2,6, das ist viel. Das ist eigentlich schon genügend. Brauche ich nämlich nur 200 Schaden zu machen, das mache ich so auf jeden Fall. Oder Quatsch, eigentlich sogar nur 111. Mal sehen, was machst du? Ach, du greifst den an. Na gut. Soll mich jetzt nicht so sehr kratzen, eigentlich. Duran da, kommst du da irgendwie ran? Nein. Warum nicht? Macht den Puddel kaputt. Ach, kommt. Oder, ich bin gerade am Überlegen. Ich überlege. Eigentlich Mebius. Cage ist mein stärkster. Also, ah gut, okay, mach ich mit Cage. Falls ihr irgendwie denkt, soll das unterlassen oder so, bitte und in den Kommentaren mal schreiben. Es kommt keine Antwort aus der Umgebung. Schalte auf Alarmmodus um. Es ist ein großer Teil der Stadt in Flammen aufgegangen, nicht? Cage?
Was ist los, Cage? Ich hätte Zephyrs in Ruhe lassen sollen. Ich habe getan, was ich nur konnte, um alle zu beschützen. Und mich hartnäckig an das geklammert, was ich für richtig hielt. Und das ist dabei herausgekommen? Was für ein Witz. Zum Totlachen. Ich konnte noch nie was richtig machen. Alles, was ich angepackt habe, ist immer nur schief gelaufen. Aber dann habe ich Ares kennengelernt und begann zu begreifen, dass es etwas gibt, was ich tun will und dass ein Mensch tatsächlich bewirken kann. Daran habe ich wirklich geglaubt. Und dann stellt sich heraus, dass das doch nicht möglich ist. Ares ist nicht mehr. Nichts kann ich richtig machen. Ares, kannst du mich jetzt sehen? Ist doch irre komisch, oder? So ein Mist. Ich habe mich noch nie im Leben so mies gefühlt. Na los, Fasti, lach doch. Du weißt doch, wie das geht, oder? Oder sieht deine Programmierung nicht vor, dass du lachst? Das ist ein Befehl. Lache. Na los. Lache, bitte, Fasti. Tja, das ist erledigt, aber besonders gut geht es mir dabei nicht. Geht's mir nicht dabei. So, jetzt hab ich's richtig. Hey, ist doch alles in Ordnung. Wir können doch nicht da sitzen und nichts tun, wenn ein paar Leute meinen, für den Mars zu sein, hieße planlos einen Riesenkrawall zu veranstalten. Das müssen die doch lernen. Genau, auch wenn's von dir kommt, da hast du den Nagel mal ausnahmsweise auf den Kopf getroffen. Aber Mr. Cage schien heute ganz anderer Meinung zu sein. Manche befolgen nur ihre eigenen Zwecke und lassen sich nicht kontrollieren. Das sind natürlich nicht alle, aber Cage kann das noch nicht verstehen. Für ihn ist es jetzt sehr hart. Er hat seinen besten Freund verloren und weiß auch gar nicht mehr so recht, was er überhaupt schützen will. Wo ist Miss Miona? Sie wollte zum Hangar nach Cage sehen. Ach, ich verstehe. Cage, du weißt. Ich habe jetzt keine Lust zum Reden. Bis dann. Cage! Ich möchte allein sein. Ich gehe wieder in mein Zimmer. Komm mir nicht nach. Tut mir leid. Cage. Stimmt etwas nicht? Fasti? Müsstest du dich ein wenig unterhalten? Bitte nimm Platz. Wahnsinn, jetzt rede ich zum ersten Mal mit dir. Darf ich mich hierher setzen? Bitte, wenn die Vorkehrungen auch nur vorübergehend sind. Hehe. Was? Hehe. Hä? Was? Du bist darauf hereingefallen. Jetzt benutzen wir dies, um das da zu bewegen. Was? Fasti, es ist beinahe soweit. Beinahe. Diese Stimme. Du bist gar nicht Fasti, oder? Sieh nach vorne. Bist du am Leben? Ich werde dich zurückändern, Fasti. Und das, was du vorher warst. Ah! Cage! Viaja hat Tri-Laser erhalten. Also den Viaja bekommt man nochmal zurück. Booster 1 erhalten und 3000 Geldeinheiten. Sehr schön. Ich könnte ein bisschen an der HP auch umändern. Also das würde zum Beispiel gehen. Waffen könnte ich natürlich aufrüsten. Parts, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das reicht allerdings. Bei Dings so... Da reicht es. Auch so ziemlich. Ja, da habe ich auch schon fast alles. Gut, dann würde ich sagen, mache ich hier einen Cut und sage bis zum nächsten Let's Play Part. Blattis FB, dann setze ich ab.